ready. Und Caro, hast du dir überlegt, was du sagen möchtest? Wir sind die Creator unserer Generation. Wir haben neue Plattformen genutzt und sie geformt. Daraus ist etwas Großes entstanden. Wir sind eine Community. Wir haben alle mal angefangen. Wir machen Content, weil wir es lieben, nicht weil wir müssen. Wir schlafen zu wenig, wir reisen zu viel, aber wir sind immer motiviert. Wir wollen euch begeistern, Geschichten erzählen, euch zum Lachen bringen, an unsere Grenzen gehen. Und das alles mit euch. Ich freue mich jetzt total, die Show zu öffnen und wünsche euch ganz viel Spaß. About You Awards 2019. Please welcome our judges. Stefanie Giesinger. Guten Abend, München! Riccardo Simonetti. Wir freuen uns auf einen mega Abend mit euch. Danke auch an unseren SK83. Bonnie Strange. Herzlich willkommen zu den About You Awards. Crow. Dalton Cruz. Jerome Boateng. Nisha Armani. Lena Gerke. Hallo München. Paul Rübke. Hallihallo, hallihallo. Schönen guten Abend. Leonie, was geht? Du hier. Lorena, hallo. Hallo Heidi. Eben. Let the show begin. Ja, wem es nicht aufgefallen ist, Dalton und ich waren heute zusammen shoppen. Nice ja, dress, Dalton, I like it. Shopping together. Und wir starten hier jetzt mit der ersten Kategorie, Style. So, und ich stehe hier unten mit den wohl bekanntesten Zwillingen Deutschlands. Und da ist die erste Frage an Bill. Welcher Juror hat den besten Style? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ich kann mich da gar nicht so richtig festlegen. Ich würde sagen, der beste Style ist immer der, der so ein bisschen Persönlichkeit und so eine ganz eigene Note hat. Also, ja, die anderen entscheiden. Soll ich es halten für dich, ja. Weil du zitterst so? Zitter rein, Kleine. Also ich kann mich jetzt nicht festlegen, aber ich finde, ein guter Style hat immer Persönlichkeit auf jeden Fall. Okay, ja. Und eine Frage an dich. Was bedeutet Style für dich? Ich finde es immer am wichtigsten, dass man sich wohlfühlt, also Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Solange du dich selbst wohlfühlst, ist das alles gut. Okay, euch ein schönes Wort und einen schönen Namen. Ja, und bevor wir jetzt anfangen, über die Nominierten zu sprechen, müssen wir natürlich erstmal erklären, wer hier heute Abend die Sieger festgelegt hat. Die Macher haben die About You Awards Academy gegründet. Das lief ähnlich wie bei den Oscars ab. Hallo Paul. Guten Schön, dass du da bist. Schönes Kleid. Dankeschön. Schönes Outfit. Ich finde, wir zwei passen eigentlich ganz gut zusammen, oder? Ja, ein bisschen eine Deutschlandflagge. Naja, auf jeden Fall sind das die letzten Nominierten und Gewinner der letzten zwei Jahre. Die sind ungefähr 130 Leute aus dem Online-Business und die haben die Sieger für heute Abend gekürt. Genau, Social Media wächst und wächst. Knapp 100.000 Leute arbeiten in dieser Branche und die Besten, die Crème de la Crème,
Top of the Pops sind heute Abend hier. Ja, und die Besten der Kategorie Style, die inspirieren uns ja jeden Tag wieder mit ihren Looks, so wie du, Paul. Genau, ne? Jeden Tag. Wir fangen an mit Kamuschka. Was sie anfasst, wird zu Gold. Sie ist Miss Düsseldorf gewesen. Sie ist Miss NRW geworden. Sie hat ein eigenes Label. Alles ist sofort ausverkauft. Ein Liter Instagram-Account. Hut ab. Ich kenne noch jemanden, der einen Litten Instagram-Account hat. Das ist Louis Dartis. Er ist eigentlich überall in der Welt unterwegs. Er ist beim Kamelreiten in der Wüste. Er chillt auf Luxusjachten. Er hat die tollsten Autos. Und er sieht unglaublich lässig dabei aus. Genau, die dritte Nominierte ist Sandra. Und Sandra... eine Mischung aus Sportswear und sexy chic. Und vor allem hat sie sehr, sehr viele Perücken. Wie viele Perücken hast du zu Hause? Keine. Ich habe auch keine. Du hast mehr. Und du warst mit allen dreien in L.A. Genau, die haben mich zu Hause besucht und wir haben so ein bisschen, um sie mal ein bisschen kennenzulernen, so ein bisschen durch die Hood gefahren, durch meine Hood. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Hallihallo, ich bin's, Paul Ripke, der Instagram-Papst und Stylegott. Wir sind in meiner Wahlheimat in Los Angeles. Palmen, gutes Wetter und Strand. Das genau richtige Ambiente für die Kategorie Style. Und es gibt drei Nominierte, Sandra, Carmen und Louis. Und die suche ich jetzt, kommt mal mit. So, wir fahren jetzt hier durch Santa Monica. Ich glaube, da drüben ist Sandra. Darf ich mit reinkommen? Na, ich bin Paul. Hi. Was geht? Sandra. Du musst mir zwei, drei Sachen erklären. Für was stehst du? Diversity. Sexualität und Gleichberechtigung. Ein großes Thema bei dir sind Haare, habe ich gesehen. Richtig. Perücken, ne? Wie viel hast du? Um die 20 verschiedene. Trägst du jetzt eine? Ja, ich trage jetzt eine. Darf ich jetzt aber auch nicht so nah zu kommen. Ist okay. Und hast du hier auch welche gekauft? Ja, willst du die sehen? Ja. Das ist meine teuerste Perücke. $900. Kann ich die tragen? Oh, das mag ich. Ja, Jesus. What a gentleman. Was bietest du deinen Followern? Ich mache so mein eigenes Ding, rede offen über Sexualität und leg so eine Attitude an Tag, die nicht so viele Influencer mir an den Tag legen. Und ich glaube, das feiern die Leute so an mir. Und natürlich mein Style, der ist irgendwie schon cool, so. Also finde ich. Ja, also klar. Ich bin mein eigener Fan. You know what I mean? Ist das so? Ja, du feierst klar. Das, was du Ich feiere das, was ich tue. Siehst du den Typen da drüben? Das ist Louis. Ja. Das ist der andere Nominierte. Mhm. Und den hole ich jetzt ab. Louis, schön, dich kennenzulernen. Ah, oh, traumhaft. I'm very famous in Germany. Paul Ripke on Instagram. Yeah. And Louis Dartis, that's him. More famous than me. So, was Versicherungsmakler. Ja. Und jetzt machst du Insta-Posts. Also was geht? Also ich glaube, gerade diejenigen, die wirklich seit Tag 1 dabei sind, die haben halt wirklich die ganze Prozedur mitgemacht, ne, vom Abitur übers Studium. Und jetzt reist du um die Welt. Genau, und ich genieße es in vollen Zügen. Ich bin unfassbar dankbar dafür. Ich glaube, das hat vielen Leuten oder gerade meinen Followern gezeigt, okay, man, es ist wirklich möglich. Schöne Frau. Na? Louis. Schöner Mann. Geht's dir? Gut in dir? Sehr gut. Let's go. Ich habe gelesen, die ersten Posts waren Selfies, Fitness. Mhm. Mhm. Dann ging es mehr in eine Moderichtung. Mhm. Und jetzt willst du aber mehr in eine Reiserichtung gehen, richtig? Ja, ist richtig. Also bei mir ist tatsächlich Fashion nicht so im Vordergrund wie bei den anderen beiden. Ja. Bei mir geht es, glaube ich, mehr so um diesen Gesamt-Lifestyle. Ja. Also wirklich mal Fashion, mal Travel, dieses Ganze drumherum versuche ich so zu verkörpern. Kennst du Sandras Account? Ich kenne Sandras Account. Wie findest du ihn? Gut, ich feiere es sehr. Was waren die drei besten Posts, die du da gesehen hast? Die letzten drei. Okay. So, das hier ist jetzt Venice Beach. Da treffen wir jetzt Carmen. Hallo.
eigentlich kommen ja alle aus Köln, oder nicht? Ich komme aus Berlin. Ich weiß nicht, wo ich komme. So what, we get drunk. We don't care who sees. Okay, ich wollte jetzt einen Pulli haben. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Du bist die dritte Nominierte. Du stehst ein bisschen mehr für Fashion und für einen Blog, ne? Ja. Warum kannst du das? Warum kannst du schreiben? Ich habe Germanistik studiert. Germanistik ja. studiert? Und wollte dann eigentlich bei einem coolen Magazin oder so arbeiten, habe dann meinen Blog gemacht und das lief gut an. Dann habe ich mir gedacht, schreibe ich doch einfach weiter. Aus einer Instagram-visuellen Welt, Blog, viel geschrieben und so weiter. Wie kommt man da drauf, eine eigene Marke zu machen? Also ich sag mal so, man hat sehr viele Leser, Zuhörer und merkt eben, dass man spricht mit den Leuten, man tauscht sich aus, man weiß was oder wofür sie sich interessieren. Was macht dir mehr Spaß? Kreieren oder also? Also natürlich meine eigenen Klamotten, ne? Weil ich da so viel Privates mit einbringen kann. Also wir haben beispielsweise auch ein Shirt, wo ich mein Tattoo drauf gemacht habe. Was steht auf deinem Tattoo? Karma. Karma. Mhm. Hallo. Geil, gibt's mein Essen auch? Ja, kommt mal rüber. Ja. Ich mit meinen 38 Jahren, ich finde mein Instagram relativ lit. Aber ich will nie aufhören, was zu lernen. Was ist wichtiger, Stories oder Mainfeed? Viel nah am Leben ist einfach die Story, finde ich. Also die Leute begleiten mich seit 3 Jahren jeden Tag. Wow. Ja. Es gibt keinen Tag, wo du keine Storys gemacht hast. Sehr selten. Kommt immer ein Daily Kamuschka, oder? Ja, richtig. Ja, ja, ich bin treuer Follower. Ich bin ein Fan von Main Feed Fotos. Das Bild bleibt auf dem Profil, die Insta-Story bleibt nur für 24 Stunden. Deshalb denke ich, dass das Foto auf dem Main Feed wichtiger ist. Kann ich mich nur anschließen. Hey. Aber gang. Weil ich auch die Person dazu bin. Ich bin keine Person, die gerne in die Kamera redet. Ich glaube, das Wichtigste ist, du selbst zu sein und authentisch zu sein. Und ich möchte mich für nichts und niemanden verstellen. Okay, Amen. Ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Die Sonne geht unter am Strand von L.A. Ich habe viel gelernt heute und bin jetzt gespannt, wie ein Flitzebogen, wer von euch dreien der Gewinner in der Kategorie Style wird vom About You Award 2019. Und jetzt grüßen wir. Tschüss aus L.A. Bye. So, und das erfahren wir jetzt, denn die Academy hat gewählt. Genau, ich habe hier einen Umschlag mit dabei. Den mache ich mal auf. Ja. Der Gewinner der Kategorie Style des About You Awards 2019 ist Sandra Lambeck! Herzlichen Glückwunsch! Ich finde es zurecht! Wow, warmes Outfit! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Das ist dein Award! Alles Gute. Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielleicht das Mikro ein bisschen runter. Okay. Ja, erstmal. Also, erstmal danke für alle, die für mich gestimmt haben, nominiert haben, an meine Followers. Danke an meine Freunde und Familie, die für immer für mich da sind und ja, die einfach wissen, wie anstrengend ich sein kann. Und danke an mein Management, Samira, danke, ja, dass du mich einfach erträgst on a daily basis. Und dann hätte ich gerne noch, ja, würde ich gerne noch was sagen. Es passieren gerade sehr viele unschöne Dinge auf dieser Welt und ich möchte einfach, dass wir ja, uns einander lieb haben und respektieren und verstehen und jeder kehre vor seine eigenen Türe und die Welt ist sauber. Congratulations.
erste Award ist vergeben und jetzt geht's hier direkt weiter. Ja, genau. Mit unserem nächsten Juror hatte ich einer der besten Nächte meines Lebens in Rio, als wir, Deutschland, Weltmeister geworden sind. Ich auch, aber, also ich war dabei, aber... Ja. Er ist auf jeden Fall der litteste Fußballer, den es da draußen gibt. Er ist der bestgekleidetste, stylischste, den ich je gesehen habe. Er ist ein sehr litter Sportler. Er ist deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League-Sieger und natürlich Weltmeister. Herzlich willkommen, Jerome Boateng. Ich freue mich, euch die Kategorie Health präsentieren zu dürfen. Das Schlimmste für einen Profisportler ist, wenn die Gesundheit nicht mitspielt. Während alle anderen auf dem Platz stehen und kämpfen können, führt man seinen eigenen Kampf, bis man wieder fit ist und Höchstleistungen bringen kann. Gesundheit ist aber so viel mehr als nur körperliche Fitness. Es geht um Ernährung, um Lifestyle, um Mindset, um Medizin und um Sport. Alles Bereiche, in denen unsere drei Nominierten extrem erfolgreich sind. Dabei sind sie gleichzeitig glaubwürdig, menschlich und nahbar, mit Schwächen und Fehlern. Keine künstlichen Übermenschen, die es ja sowieso nur in Comics und Superheldenfilmen gibt. So motivieren sie viele Menschen zu einem bewussteren Leben und zu einem besseren Umgang mit sich selbst. Das sind die Nominierten in der Kategorie Health. Sie sind die Stars der Szene, wenn es um gesunde Ernährung, Fitness und Motivation geht. Flying Uwe, Sarah Harrison, Tommy Views. Jetzt mal ganz ehrlich, Jungs, was wisst ihr über mich? Also ich... Jetzt enttäuscht mich Fernand, gell? Warst du nicht auch Bankerin? Oh, also das ist ja schon lange her, ja. Ja, sowas habe ich mal gesehen. Sarah Harrison, erfolgreiche Working Mom und gefragtes Fitnessmodel. Ihre Community hat sich zur wertvollsten und aktivsten Deutschlands entwickelt. Mir ist es wichtig, den Menschen Motivation zu geben, sich gesund und ausgewogen zu ernähren und Sport zu machen. Ich bin mir sicher, ich mache nicht alles richtig, aber ich pack's an. Also ich muss ehrlich sagen, so wie wir heute kochen, habe ich früher nicht gegessen. Ich habe alles, was ungesund ist, geliebt. That's very good. Ich hatte 20 Kilo mehr wie jetzt und war ein richtiges Couch-Potato. Ja, damals, wo ich so viel Gewicht abgenommen habe, das hat auch einiges mit mir gemacht. Irgendwie habe ich mich dann so stark gefühlt, so selbstbewusst gefühlt. Ich habe dann einfach gesagt, so, ich muss raus aus diesem Günzburg und habe mich dann bei Fernsehproduktionen beworben und als Fotomodel. Ich habe mir eine Setkarte versucht anzulegen und es hat funktioniert. Sarah ist eine starke Frau, die trotz allem Ruhms authentisch und nahbar bleibt. Immer an ihrer Seite Töchterchen Mia und natürlich Mann Dominik. Jetzt bin ich Mama, hab meine eigene Familie, hab Verantwortung, bin ein Vorbild und diese Entwicklung einfach auch selbst zu sehen, fasziniert mich und ich bin über jeden Step, den ich in meinem Leben gemacht habe, happy. Das ist gut. Bereust nichts? Nein. So, jetzt hat Sarah ja fleißig erzählt, jetzt bin ich wahrscheinlich dran, ne? Ich kenne dich schon seit Jahren. Noch bevor ich das erste Mal in der Presse war, habe ich deine YouTube-Videos schon verfolgt. Krass. Moin, meine lieben Mutzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Uwe ist ein Multitalent. Anfang 2019 steht er als MMA-Fighter erstmals im Oktagon und gewinnt seinen Debütkampf deutlich. Doch privat zeigt der Familienvater auch gerne mal seine softe Seite. Was ich meine Followerschaft mitbringe, ist fit und glücklich durchs Leben gehen. Wenn ihr schlechte Laune habt, einen schlechten Tag habt, guckt einfach den Uwe und dann, denke ich mal, kriegt ihr so ein kleines Grinsen ins Gesicht. Also bei mir fing auch alles an mit Kampfsport. Mein leiblicher Vater ist recht früh gestorben, so mit 21 ist er schon gestorben. Und er hat viel mit Kampfsport zu tun gehabt. Ja, dann hat mir meine Oma so ein paar Videos gezeigt von meinem Vater, wo er sich selbst gefilmt hat. Ich so, oh krass, der ist voll gut, springt von der Garage, macht einen Sidekick, oh geil, das ist mein Vater und so. Und da dachte ich, boah geil, ich muss Kampfsport machen, ich will Kampfsport machen.
Und irgendwann habe ich mich angemeldet und angefangen zu trainieren. Und dann habe ich richtig losgelegt mit Film, mit Sprung, gedrehten Kicks. Und dann habe ich es einfach hochgeladen. Flying Uwe, ein 22-jähriger Kampfkünstler aus dem Hamburger Süden. Damals, als er als 14-Jähriger mit dem Kung-Fu anfing, konnte er schon höher springen, als seine eigenen Schultern hoch waren. Sie nannten ihn alle Flying Uwe. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal wurde ich dann angesprochen. So mit 17, 18, ey, du bist doch der von meinem Video. Dann machst du doch da diesen Kick, gesprungen, gedreht. Und ich so, ja, danke, cool, ja, und so. Und dann hat sich das Ganze aber auch so krass entwickelt. Uwe ist ein Kämpfer, der dank harter Arbeit 2018 zu seinem Jahr gemacht hat. Seine lockere und lustige Art verliert er aber nie. Ja, das ist zu mir so. Jetzt stehe ich hier und schnibbel hier gerade Paprika. So, Tommy, erzähl mal was von dir jetzt. Wer bist du? Was machst du überhaupt? Warum bist du hier? Was für dich der Kampfsport ist, war für mich der Fußball. Das war dann in meiner Jugend komplett meine Leidenschaft. Und dann hat es aber auch angefangen, dass ich immer wieder Verletzungen hatte. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich im Endeffekt 5 Knie-OPs hatte. Und das hat mich natürlich komplett rausgenommen. Und das war natürlich ein Schlag in die Fresse in dem Moment. Da habe ich mir gedacht, Alter, was machst du jetzt? Und dann habe ich angefangen, mich für die Medizin zu interessieren. So ist quasi mein Weg ins Studium dann gekommen. Der 26-Jährige schreibt derzeit seine Doktorarbeit und wurde im vergangenen Jahr ganz nebenbei zum erfolgreichen Influencer. Doch auch sein Privatleben teilt er gerne mit seinen Followern. Ich stehe in erster Linie mit meinem Account für die Medizin, aber ich versuche, den ganzen Mehrwert nicht zu trocken rüberzubringen und als lockere Lebensweise zu sehen. Wer von euch weiß, was Akromegalie ist? What? Ich versuche das irgendwie interessant und ein bisschen mit Humor zu vermitteln. Dass auch jeder versteht wahrscheinlich. Ja, genau. Und auch authentisch ist. Nicht so ein Arztgequatsche da jetzt. Genau, das ist so. Das finde ich gut. Danke. Privat ist Tommy seit 2 Jahren mit Influencer-Kollegin Ishtar Isik liiert. 2018 reisten beide mit, gemeinsam für Afrika, nach Ghana, um ihre mediale Präsenz zu nutzen und Aufklärung zu leisten. Der Sinn der Reise war auch nicht, dass man sagt, ja, wir machen eine Spendenaktion oder sowas, sondern lass uns mal zeigen, was hier passiert, damit die Leute selber darüber nachdenken. Und vielleicht denke ich mal auch bewusster darüber nach, was esse ich denn? Was nehme ich denn zu mir? Was kaufe ich? Oh, das ist echt krass. Aber ich glaube, ohne Social Media hätte man auch automatisch weniger gefilmt oder fotografiert, natürlich, weißt du? Und so machst du dir eigentlich unbewusst so ein geiles Lebensalbum im Endeffekt. 3 erfolgreiche Persönlichkeiten, die Millionen von Fans inspirieren und begeistern. Unsere Nominierten in der Kategorie Health. So, die Academy hat gewählt. Der About You Award in der Kategorie Health geht an. Sarah Harrison. Wow. ich muss das kurz ein bisschen höher stellen. Ja, ich bin einfach nur sprachlos. Sprachlos auch alleine mal darüber nachzudenken, wie sich mein ganzes Leben verändert hat in den letzten 5 Jahren. Ich saß damals in der Bank und jetzt stehe ich hier oben und darf diesen tollen Award mit nach Hause nehmen. Und ich möchte einfach mal Danke sagen an meine Freunde und an meine Familie, die mich immer unterstützt haben. Jetzt fange ich gleich an zu heulen, wie schlimm. Und danke natürlich auch an mein Management, Thomas May, der immer von Minute 1 an meiner Seite ist und immer an mich geglaubt hat. Danke an meinen Ehemann, an meine kleine Tochter, die mir jeden Tag Motivation schenken. Und natürlich danke an euch alle. Ihr macht es möglich, dass ich den heute mit nach Hause nehmen darf. Dankeschön. Just a short break.
and we'll be back, and we'll be back. Just a short break. The show goes on. The show goes on. Ladies and gentlemen, Mike Singer featuring Unique. Ey, sie kommt rein, alle Blicke auf Zoom, auf Zoom. Es ist sicher keine große Liebe, die sie heute Nacht noch sucht. Sie weiß ganz genau, was sie tut, weiß ganz genau, was sie tut. Ey, sie kommt rein, alle Blicke auf Zoom. Pupillen weit, sie ist bisschen high. Sie geht heute nicht allein, nein, nein. Schön auf Weiß, für den Vibe. Sie ist so Miami nice. Pupillen weit, sie ist bisschen high. Ich geh heute nicht allein, nein, nein. Schön auf Weiß, für den Vibe. Für den Vibe, oh Baby, ich sag. Ja, ich hab dich schon beim Reingehen entdeckt. Sag deinen Mädels, du musst gerade mal kurz weg. Schreib deinem Freund, du kommst morgen erst nach Haus. Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf. Komm, wir hängen zusammen, separé. Mach dir keinen Kopf, denn niemand kann uns beide sehen. Bestell dir noch ein Moet, Baby, nimm mein Portemonnaie. Nee, ist okay, komm, wir hängen zusammen, separé, separé. Pupillen weit, sie ist bisschen high. Ich geh heute nicht allein, nein, nein. Gin auf Eis, für den Vibe. Sie ist so Miami nice. Pupillen weit, sie ist bisschen high. Ich geh heute nicht allein. Auf Eis, für den Vibe, für den Vibe, oh Baby, ich sag. Ja, ich hab dich schon beim Reingehen entdeckt. Sag deinen Mädels, du musst gerade mal kurz weg. Schreib deinem Freund, du kommst morgen erst nach Haus. Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf. Wir laufen Slow-Mo in den Club, machen Show, Bruder Muck, Eis am Handgelenk, Schmuck. Scheiß auf was du denkst, look, und mit wem du hängst, look, ob wir fifth to and cook. Wir suchen Hardys für die after party. Treffpunkt in der Lobby, Kikis neues Hobby. Hey, trinke Body, Shots von deinem Body. Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf. Aber hält's on the low, ohne Bilder und so. Sex mit Niveau, lässt another note. Digga, frag nicht wieso, spielt das Spiel keine Ho. Ich bin Rapstar, Blackstar, ein Bro. Oh Baby, sag Ula. Hey, ja, ich hab die Schuppe, bring in den Deck. Sag deinen Mädels, du musst gerade mal kurz weg. Schreib deinem Freund, du kommst morgen erst nach Haus. Keine Sorge, ich pass heute auf dich auf. Dankeschön. Schwester, was geht mit diesem Mike Singer? Wieso? Wir hatten gerade einen Auftritt für die Body Awards. Hast du seid nominiert, oder was? Ja, wir sind nominiert in der Kategorie Musik mit Lea zusammen noch. Lea Meyer-Landrut? Nein, die Lea, Bruder. Soll ich was dribbeln, dass du den Preis kriegst? Ich kann was klar machen. Bruder, ich glaube, ich möchte diese Fair gewinnen, weißt du? Ich kann das klar machen, einen Anruf. Was für Fair? Ich weiß doch, Digga, aber alles gut. Viel Spaß. Okay, mach's gut. Ach so, warte mal. Viel Glück beim Preis. Dankeschön. Guten Abend, München. I am... That's it for the German.
It's a very special honor to be here tonight and to present to you the next award, and it's in the category Empowerment. And Empowerment is very special to me because, like you see in this room, we can use our platform and we can use our voice. I'm using mine for the elephants. I have started the Not On My Planet movement, and I am securing a better future for the elephants, and I'm fighting the elephant ivory crisis. It's enough about me right now. I think we need to find out who the winner is. Making people stronger, communities stronger, and more self-confident. This is what empowerment is. And this is exactly what the next winner, how they think about it. 900 million people are without fresh drinking water on this planet. Viva Con Agua is a non-profit organization committed to help by promoting water projects. They believe that topics like these can be treated with joy, with fun, and with creativity, like we're doing tonight. So, what about you? Feiern, Spaß haben, das Leben genießen und sich dabei keine Sorgen um sauberes Wasser machen müssen. In vielen Teilen der Welt ist das leider nicht der Fall. Lange Wege und verunreinigte Wasserstellen gehören zum Alltag. Wir reden über ein Problem, das 800, 900 Millionen Menschen betrifft, was sauberes Trinkwasser und 2,5 Milliarden, was sanitäre Versorgung angeht. Von daher, glaube ich, bedarf es eines offenen Netzwerkgedanken, dass alle Menschen mitmachen können und alle ihr Potenzial entfalten können für sauberes Trinkwasser. Das Ziel, Wasser für alle, alle für Wasser. Die Idee, Becher auf Festivals sammeln und mit dem Geld weltweit Brunnen und Sanitäranlagen bauen. Bei Viva Con Agua geht es vor allem darum, Menschen miteinander zu verbinden, dass sie sich gemeinsam engagieren können. Mittlerweile gibt es eigenständige Organisationen in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Uganda. Auch von Kliman supported und fährt 2018 nach Äthiopien. Es ist halt einfach geil, dass du so eine Riesengruppe an Menschen hast, die Bock haben, sowas zu verändern. Hast du jetzt irgendwie ein bisschen was mitgebracht und kannst jetzt was tun. Jetzt hast du die Möglichkeit anzupacken, das ist super. Anpacken, das tun auch zahlreiche Künstler, die den Verein unterstützen. Musik, Kunst, Kultur und Sport funktionieren weltweit auch ohne gemeinsame Sprache. Spread the word that life is water and water is life, and that Viva Con Agua is out there to make sure everybody has positive experiences with water. Das eigene Wasser, von dem 60% des Gewinns in gemeinnützige Projekte fließen, ist auch Teil der Viva Con Agua-Welt. Genauso wie Goldeimer, das erste Öko-Klo weltweit mit dem Social-Klopapier. Thought I was dumb, well, no surprise. They say I'm crazy, I don't care. Cause life is short, I should be there. Und in der Millantor Gallery begeistern 150 Künstler jährlich zehntausende Besucher mit Kunst, Kultur und Musik für den guten Zweck. Wasser ist der Anfang von allem Leben. Und ich glaube, jeder Mensch auf diesem Planeten hat das Recht, einen freien Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben. Und so lange werden wir uns engagieren, bis das auf jeden Fall möglich ist. Und danach finden wir schon was anderes, wofür wir uns engagieren können mit dem kreativen Netzwerk, das wir kreiert haben. And the award in the category Empowerment goes to Viva Con Agua.
Vielen Dank. In den letzten 12 Jahren haben wir über 3 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Der Preis geht raus an alle Ehrenamtliche, die sich für Viva Con Agua engagieren, egal ob Mann oder Frau, egal ob jung oder alt, egal ob in Mosambik, in Deutschland, in Uganda, in der Schweiz oder bald in Kalifornien. Für jeden Künstler, der mitgemacht hat, der sich auf eine Reise begeben hat mit Viva Con Agua. Wir wollen heute diesen Award nutzen und ihn sprengen. Und deswegen brauche ich Power auf der Bühne. Also macht mal Lärm für Niki! Meine Damen und Herren! Lasst uns Viva Con Agua in den Social Media Himmel zerficken! Zerficken. Ihr Lieben, steht alle mal auf! Alle aufstehen! Wir stehen für was? Wir stehen für Menschenrechte, wir stehen für Frieden, für Kreativität. Guckt euch alle an. Ihr habt eure Sachen selber hinbekommen. Ihr seid self-made. Ihr könnt Leute retten. Wir haben die Möglichkeit. Nicht für mich, nicht für dich. Wir wollen auf Social Media eine Mille. Amelie, 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 brauchen wir Likes. Auf Viva Con Agua, geht einfach auf Instagram, gibt uns ein Like. Wir können damit weiterhin Wasser spenden, Brunnen bauen, einfach zerstören, aber im positiven Sinne, weil das liegt uns wirklich am Herzen. Wasser ist ein Menschenrecht und es sollte eigentlich gar nicht, eigentlich müssten wir hier nicht stehen, aber wir müssen hier stehen. Also holt alle eure Handys raus. Handys raus. Paul Rippke macht jetzt das Beweisfoto, der Wasserweltmeisterfotograf, ohne den Viva Con Agua nicht hier wäre. Ja, Mann. Tu unseren Account jetzt fotografieren. Mit jetzt 78.000 Likes. Wenn ihr es nicht schafft, 1 Million, wer dann? Also holt eure Handys, Boateng, Heidi Klum, Crow, alle wie ihr heißt. Handy raus! Back at the About You Awards. Back at the About You Awards. Und wir sind zurück bei den About You Awards. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne, kurze, kleine Pause. Sie wissen nicht, was hier abgegangen ist in der Werbepause. Party, alle sind ausgerastet. Wir haben 1000 Geheimnisse verraten. Auf jeden Fall, wir sind zurück bei den About You Awards und jetzt gibt's eine klitzekleine Weltpremiere, denn wir haben ein Video, wo Tasha Kimberly, Jonas Ems und Bodyformers zusammen vereint sind. Ich freue mich drauf. Hey Barry, wie geht's? Ah, was geht denn bei dir? Hey, alles gut, ne? Bei dir? Ja, freut mich. Was geht bei dir? Was soll denn sein? Mal ganz ehrlich. Die von den About You Awards haben gesagt, wir drei sollen einen Sketch machen. Wir kriegen nichts hin, wir sind am Arsch, Mann. Am Arsch? Wir sind unvorbereitet. Wie wär's, wenn wir ein Video darüber machen, wenn Influencer ehrlich wären? Ihr seid die beste Community. Ich liebe euch mit meinem ganzen Herzen. Was rede ich hier eigentlich wieder für eine Scheiße? Eigentlich liebe ich nur die Kohle, die ich durch eure Klicks verdiene. Hashtag Werbung. Und jetzt gibt's ein Video, was sich wirklich keine Sau gewünscht hat, aber ich mach's trotzdem. 50 Facts about me, die ihr auch einfach mal Google nachlesen könnt. Ich danke allen, die für mich gewotet haben, obwohl ich euch unter komplettem Psychoterror dazu gezwungen habe. Und ich danke meinen Mitstreitern, denn ihr habt es einfach nicht verdient. Und Jungs, wie fandet ihr es? Komm. Es war scheiße. Es war Kacke, Mann. Müll. Wieso? Ja, weil wir nichts machen. Wir sehen nur gut aus, wir reden nicht, wir machen nichts. Ja, wir machen nichts. Ihr macht nichts. Ich meine, ihr könnt ja auch bei der Dankesrede dabei stehen und sagen, und die Gewinnerin ist Natascha. Dankesreden, Dankesreden, Dankesreden. Ich hab die Idee. Was geht? Mein Name ist Jonas und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute zu 10 verschiedenen Arten, eine Danksagung zu halten. Aber ich bin natürlich nicht allein. Mit dabei sind Tasha und Barry. Was geht bei euch? Stellt euch kurz vor. Oder wisst ihr was? Das interessiert eh keinen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß jetzt. Der Übergenaue. Guten Abend. Kapitel 1. März 1996.
Alles begann an einem verregneten Sonntagnachmittag. Gefühlt 13, vielleicht eher 12 Grad. Kapitel 45. Ihre Wehen wurden immer stärker und stärker. Und trotzdem danke ich Schwester Martina und Hebamme Carla für ihren Einsatz. Der Wortkarge. Dankeschön. Danke. Der Emotionale. Vielen Dank. Und, was sagt ihr? Ist doch mega, oder? Absolute Scheiße. Wir müssen es irgendwie anders aufziehen. Oh no! Jonas, ganz schnell, bist du mit der Tasche? Mann, heute sind die About You Awards. Ihr müsst meine Outfits bewerten. Jetzt, ja. Habt ihr Zeit? Outfit Nummer 1. Man sieht meine Oberschenkel. Guck. Scheiße? Ja. Ernsthaft jetzt? Was hier? Scheiße. Was sagt ihr dazu? Man müsste aber in meine Augen gucken, wenn ich sage. Nein. Ernsthaft? Ja. Nein. Nein. Warum lacht ihr denn? Warum macht ihr denn? Nein. Das geht wirklich nicht. Mach weiter, bitte. Ich blockiere euch beide auf Instagram. Ist ja schon. Nächstes Outfit, nächstes Outfit. Und? Ist geil, oder? Guck mal, meine Brustmuskeln. Guck mal, die gucken raus. Ist doch krass. Guck mal, meine linke Brust sagt dir hallo. Hallo, Natascha, wie geht's dir? Hallo. Und die rechte. Oh, Jonas, willst du den Nippel anfassen? Komm schon, Mann. Sieht doch krass aus. Das geht gar nicht. Passt auf, wir machen es anders. Wir machen das so. Entschuldigung, wo haben Sie Ihr Kleid her? Ach, das hat ein Freund mir designt. Ich musste auch gar nichts dafür tun, außer mit ihm zu schlafen. Nein, niemals. Was? Mein Gott. Wir waren nicht zu sehen. Was soll denn das, Mann? Dann machen wir es halt nochmal. Wo haben Sie denn Ihr Kleid her? Ach, das hat ein Freund mir designt. Und ich musste auch gar nichts dafür tun, außer in diesem scheiß Sketch mitzuspielen. Mal ganz ehrlich, willst du es verarschen? Sehen wir so aus wie deine Mitarbeiter? Ja. Ton halten, Komparsen oder sonst was? Nein, nein, ich habe eine Idee. Für einen Sketch, in dem wir alle drei zusammen stattfinden. Leute, ihr kennt das alle. Ihr kommt abends nichts an nach Hause und euer Partner macht mit jemand anderem rum. Also so richtig nervig. Und deswegen für euch jetzt hier die 10 größten Fremdgefails. Viel Spaß. Na? Wartest du schon auf mich? Wie wär's mit ein bisschen Champagner für uns beide? Was? Du betrügst mich? Mit ihm? Denk nicht mal dran, das auszusprechen. Ich würde es schon machen, wenn du 2 Millionen Abonnenten hättest, okay? Ich habe 2,6 Millionen Abonnenten. Ich habe eine bessere Idee. Der Prototyp möchte gern Trainer. Fangen wir mit den Liegestützen an. Könnt ihr das? Also, ich kann es auf jeden Fall. Machen wir erstmal 2 Stück. Komm schon. Jonas, du hast doch schöne Streichholzarme. Und Natascha, guck mal, du kannst es doch, Alter. Deine Haare sind auch muskulös. Und jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Und zwar Liegestütze mit Klatschen. Und los geht's. Glaube ich, diese graziöse Art und Weise, wie ich das mache. Ich könnte Eiskunstläufer werden. Komm schon, Leute. Macht es nach, denn wenn der Bodyformer das kann, dann kann es auch Jonas und Natascha. Ja, war das jetzt der Gag oder was? Ja, Brustmuskeln. Jeder braucht Brustmuskeln. Auch du brauchst Brustmuskeln. Wir sind mehr als Titten. Nein, sind wir nicht. Letzte Idee. Es ist ja das erste Video mit uns zusammen. Und wie wär's, wenn das einfach das Thema des Sketches ist? Also, wie wir uns vorstellen. Und das war's dann. Okay. Hey. Nein. Doch, super, ne? Oh, ey, cool. Ganz süß, freut mich, ne? Ja, Natascha, hey. Das tolle Instagram-Video, super. Nein, ihr seid super. Eigentlich sind wir alle drei Gewinner. Auf jeden oder? Fall, finde ich cool, ne? Das ist schön. Ja. Ist das schön. So, das war's doch jetzt. Reicht doch, oder? War gut, oder, Natascha? Oder? Wir machen vielleicht noch. Nein, komm, das reicht. Das hat gepasst. Oh, nee, oder jetzt. Okay, oder wir machen halt einfach ein Video darüber, wie wir drei uns Gedanken darüber machen, was wir für einen Sketch drehen. So. Und der About You Award 2019 in der Kategorie Comedy geht an. Natascha Kimberly! Ja,
Und schön. Sehr verdient. Bitte schön, dein Preis. Oh, Scheiße. Ja, hi. Erstmal hoffe ich, dass ich jetzt übertrieben reich werde, so wie du. Inshallah. Ja. Krass, ich hatte echt nicht damit gerechnet. Dankeschön. Ich danke. In erster Linie möchte ich erstmal meiner übelst krassen Community danken, dafür, dass ich überhaupt hier bin. Ich danke meiner Familie für die ganze Unterstützung, meinem Management. Und ich danke allen, die hinter den ganzen Lachern meine Message erkennen, nämlich ein bisschen mehr Realität und ein kleines Augenzwinkern in die Social-Media-Welt zu bringen. Danke. Aria! Aria, Bruder, wie ging's dir da oben? Wie soll es einem auch schlecht gehen zwischen Dawson und Jerome und so vielen und auch Bonnie natürlich und Steffi und alle, die gerade hier so schön sitzen. Er hat noch nichts gesagt, er hat sich noch nicht bewegt. Hat sich gar nicht getraut. Alia, magst du noch ein Selfie haben, weil geplant ist es, dass wir alle zusammen ein Gruppi-Selfie machen. Gerne, gerne. Na komm, ja, komm. Gruppen-Selfie. Lena, ich glaube, du hast die Kampe. Das Handy. Ich habe gar nichts. Hast du dein Handy? Handy? Hast du dein Handy? Dein Handy? Hat irgendjemand hier ein Handy? Handy? Und so willst du das mal. Also als richtiger Influencer muss man immer ein Handy dabei haben. So. Okay, everyone. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ihr müsst euch euren Space alle her? Ja, ja. So. Okay, 3, 2, 1. Sehr gut. Dankeschön. Danke auch. So, danke, Alia. Das aus. Danke dir. Sieht mal was. Dankeschön. Dein Handy, wem gehört das Handy? Hier, Paul. Nimm das mal. Ja, gut. Und ich mache jetzt mal weiter, oder? Mit der nächsten Kategorie. Sehr gern. Das ist nämlich ein bisschen schwierig in diesem Kleid. So. Danke, Paul. Und in der nächsten Kategorie habe ich mich gefragt, ja, welche 5 Dinge würde man mit Deutschland eigentlich verbinden? Ich glaube, egal in welchem Kontinent man diese Frage stellen würde, die Antwort würde wahrscheinlich so aussehen: Autos, Oktoberfest, Angela Merkel, Fußball natürlich und Heidi Klum. Ich habe keine genauen Zahlen, liebe Heidi, aber ich glaube, du bist neben unserer Bundeskanzlerin wahrscheinlich weltweit die bekannteste Deutsche, zu Recht. Du bist heute ausgezeichnet für deinen langjährigen Erfolg und du bist wortwörtlich ein Influencer, denn du beeindruckst und beeinflusst die Menschen, du inspirierst. Und das schon so viele Jahre. Ich weiß noch, als ich mit meinen schüchternen 17 Jahren das erste Mal vor dir stand, habe ich eigentlich gar kein Wort rausbekommen, weil du mich so beeindruckt hast mit deiner Ausstrahlung und deiner Energie. Und das hast du dir immer noch beibehalten. Du bist genau so wie damals. Voller Power, voller Ausstrahlung. Und ich glaube, du bist für ganz, ganz viele Frauen da draußen ein großes Vorbild. Danke dafür, Heidi Klum. Heidi Klum, eine absolute Powerfrau, die die Welt erobert hat. Seit mehr als 20 Jahren ist das Topmodel aus Bergisch Gladbach international erfolgreich. In Deutschland kennt man sie seit 14 Jahren auch durch ihr eigenes TV-Format. Herzlich willkommen zu Germany's Next Topmodel 2019! Doch Heidi ist noch so viel mehr. Sie ist ein Multitalent. Produzentin und Moderatorin für Project Runway, Jurorin von America's Got Talent, 13 Jahre Chefengel für Victoria's Secret. Keine wichtige Preisverleihung findet ohne sie statt. 2013 erhält sie sogar einen Emmy. Für sie scheint alles möglich und alles erreichbar. Heidi ziert die Cover der hochkarätigsten Magazine. 2009 widmet die Deutsche Vogue ihr eine komplette Ausgabe mit 140 Seiten. Die Firmen reißen sich um die deutsche Werbeikone. Kosmetiklinie, eigene Wäschekollektion, ein Ratgeber für ein erfolgreiches Leben. 2013 designt Heidi eine eigene Kinderkollektion. Internationale Kinoproduktionen engagieren sie immer wieder für Rollen, in denen sie sich selbst spielt. Zum Beispiel in Ocean's 8. Oh, Entschuldigung. Oh, macht nix. Wow, ich liebe dein Kleid. Danke. Ist alt, aber sag's niemandem. Diese Frau kann einfach alles. Doch für Heidi zählen nicht nur Glamour und Blitzlichtgewitter. Sie nutzt ihre Bekanntheit, um Gutes zu tun. Egal ob mit anderen Promi-Damen bei der Eröffnung eines Kinderkrankenhauses oder im Kampf gegen AIDS.
I've been supporting Amphar since 2000. Heidi ist Business-Profi, aber trotzdem nahbar, authentisch, immer gut gelaunt und sie verbreitet positive Energie. Sie ist das Vorbild für Millionen von Frauen auf der ganzen Welt und verdiente Preisträgerin. Der About You Special Award geht an Heidi Klum. Aufgeplatzt, ist wahrscheinlich das Baby. Ne? Vielen Dank für diesen Award, vielen Dank an About You und vielen Dank dir, Lena. Danke. Vor 14 Jahren, da warst du die Erste, die ich Germany's Next Topmodel küren durfte. Und ja, ich bin so stolz auf dich. Was du gemacht hast in den vielen, vielen Jahren, ist echt beeindruckend. Ich bin super, super stolz auf dich. Danke. Muss auch mal gesagt werden. Und dahin Stefanie Giesinger auch zu. Ich liebe, was du machst. Ich folge dir. Ich finde, du bist super positiv. Und ich finde, das müsst ihr sowieso machen. Ihr habt die Power, ihr habt die Macht, ihr die Influencer. Ihr müsst wirklich Positivität in die Welt setzen. Es gibt so viel Hass, ihr Hater da draußen. Stop hating. Stop hating and get off the couch and do something positive with your life. Ich versuche das immer zu machen, positiv zu sein und ich finde, ihr macht das da oben alle und vielen herzlichen Dank dafür. Ich bin froh, hier zu sein. Dankeschön. Raise your hands for Leah. Hab deinen Zweitschlüssel seit März und jetzt wird's schon langsam Herbst und du musst immer noch klingeln bei mir. Hab deine Eltern kennengelernt und ich mag sie wirklich gern. Meine wohnen halt so weit weg von hier. Ich kenn jeden deiner Freunde, du kennst von meinen nur die Namen. Du buchst Flüge für den Winter, doch so weit kann ich noch nicht planen. Es wäre so schön, wenn ich das Gleiche fühle und nicht nur halb so viel, nicht nur halb so viel wie du. Es wäre so schön, wenn ich das Gleiche will und nicht nur halb so viel. So viel wie du, so wie du, so wie du. Nicht nur halb so viel wie du, so wie du, so wie du. Nicht nur halb so viel wie du. Du willst einen Abend auf der Couch, doch ich zähl dich wieder raus. Lass mal lieber unter Leute gehen. Zeit mit mir zu zweit. Ich merke, dass mir das gerade nicht reicht. Doch lass darüber mal nicht heute reden. Du legst mir die Welt zu Füßen. Ich leg mich wieder mal nicht fest. Es wäre so schön, wenn ich das Gleiche fühle. Und nicht nur halb so viel. Nicht nur halb so viel wie du. Es wäre so schön, wenn ich das Gleiche fühle. So
kennst von meinen nur die Namen. Du hältst mich in deinem Herzen, ich halte dich nur in meinem Arm. Es wäre so schön, wenn ich das Gleiche fühle und nicht nur halb so viel, nicht nur halb so viel wie du. Es wäre so schön, wenn ich das Gleiche will und nicht nur halb so viel, nicht nur halb so viel wie du, so wie du, so wie du. So, mir wurde gesagt, dieser Award ist anders, ist jung, ist fresh, ist dope. Da darf man gerne mal Spaß haben bei der Rede, also habe ich jetzt einfach mal Spaß bei der Rede. Let's go, ladies first. Mike, zu dir komme ich später. Unique, Rap ist eine Männerdomäne und voller Männer, überall Männer, 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 Männer. Wo sind die Frauen im Rap-Game? Sag mal, wo sind die Frauen im Rap-Game? Wir haben Ace, wir haben Haiti, wir haben Nura, wir haben Juju, wir haben Unique. Und ich hätte gerne mehr. Ich hätte gerne mehr Frauen im Rap-Game. Lea, gerade haben wir sie gehört. Klingt, als hätten die Engel in den Mund geweint. Sie kann Klavier spielen, was ich ziemlich gut finde, weil ich liebe Klavier. Und du schreibst alles selber. Das ist krass, das ist gut. Das mag ich. Und ist natürlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist der einzige Erfolgsindikator ist noch der, ist der Name mit drei Buchstaben, oder? Ist mein Lea? Okay, kommen wir mal zu Mike. Ich komme hier mal ein bisschen näher. Mike, ich feier, dass du alles anfangs auf Englisch gemacht hast. Kannst du ruhig mehr machen. Trau dich einfach, über die Grenzen rauszuspringen. Über den Tellerrand drüber gucken, einfach Global Player sein. Finde ich gut, das ist dope, das ist auf jeden Fall. Ist gut, mach davon mehr, mach davon mehr. Auch wenn Deutschland deine Base ist. Ich meine, wenn ich mir umgucke, wie viele haben hier, wenn wir alle Follower hier zusammenzählen, die im Raum da sind, dann kommen wir locker auf die halbe Welt. Lass uns es auf jeden Fall, wie Heidi schon sagt, lass es uns positiv nutzen, nur Love spreaden. Ja, das ist doch nicht der Moment. Das ist doch nicht der Moment. Lasst uns alle Grenzen sprengen. Die ganze Welt soll am Ende eins sein und alle sollen sich lieben. Jetzt könnt ihr applaudieren. Danke. So, mein Name ist Carlito Love. Ich liebe euch. Jetzt kommt hier ein kleiner Film für euch. Mike Singer, 2018 ist sein Jahr. Mit seinem Album Déjà Vu erreicht er Platz 1 der deutschen Albumcharts. Und auch die gleichnamige Single ist nicht weniger erfolgreich. Allein auf YouTube wird sie 30 Millionen Mal aufgerufen. Auch Lea singt sich 2018 in die Herzen der Deutschen. Ihr Song Zu dir wird zum Hit und hält sich 21 Wochen in den Charts. Ihr Musikvideo zu Immer wenn wir uns sehen wird über 38 Millionen Mal geklickt. Willkommen in meinem Blog. Eine weitere Erfolgsgeschichte aus dem vergangenen Jahr. Unique. Mit ihrem Album Gift schafft sie es in die Top 10 der Albumcharts.
Und neben ihrem erfolgreichen Ausflug in die Schauspielerei werden ihre Songs Willkommen in meinem Blog und Wer ist so nice millionenfach aufgerufen. Wer ist so nice wie ich? Wer ist so nice wie ich? Wirf die Haare hin und her. Wen von uns nennt ihr hier Bitch? Komm, wir machen allen klar, dass wir Königinnen sind. Okay. Ich hab den Umschlag. Der About You Award in der Kategorie Music geht an Die Story geht nur 15 Sekunden. Ich lasse mir auf jeden Fall mehr Zeit. Achtung. Kannst du nochmal neu anfangen jetzt? Oh mein Gott. It's unique! Dankeschön erstmal an dieser Stelle. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, ich meine erste Rede und mein allererster Award. Natürlich danke ich meinem Team von ganzem Herzen. Ich danke jedem Menschen, der ein offenes Ohr für meine Musik hatte. Ich danke jedem Menschen, der mich supportet. Natürlich meine Community. Danke auch an Mike und nochmal Glückwunsch für die Eins, Bruder. Und ja, nochmal danke, danke, danke. Sky ist auf jeden Fall the limit, Digga. Und ich hoffe, dass ich ganz viele Künstlerinnen und Künstler da draußen inspiriere, niemals aufzugeben, Digga. Und auf jeden Fall sich jeden Award auf der Welt zu holen. Ja. Hallo und willkommen zu einem Newstime-Spezial. Drei aufstrebende Influencer sorgen für ein Social-Media-Erdbeben und erschüttern im Moment Instagram und Co. Der Höhepunkt des Bebens wird für heute Abend in München erwartet. Dort findet die Verleihung der About You Awards statt. Eine der drei Nominierten für den Award in der Kategorie Newcomer ist eine echte Kämpferin, Franziska Elea. 25 Jahre und über 180.000 Follower allein auf Instagram. Dazu ein erfolgreicher Lifestyle-Blog. Durch harte Arbeit und dank einer mutigen Entscheidung schaffte es die Wahlkölnerin, ihre Leidenschaft Social Media zum Beruf zu machen und wird vollkommen zu Recht als eine der vielversprechendsten Newcomerinnen gefeiert. Stefan Lenden. Franziska Elea lebt ihren Traum. Dafür ist die 25-Jährige vorzeitig aus ihrem Jurastudium ausgestiegen. Eine Entscheidung, hinter der sie bis heute steht. Alle haben gesagt, oh Gott, mach das nicht, das ist total unsicher. Und ich kann aber heute sagen, dass es für mich die richtige Entscheidung war, einfach weil ich glücklich bin, ganz unabhängig davon, ob ich damit viel Geld verdiene oder auch nicht. Ich mache einfach das, was ich machen möchte. Eine Message ist ihr dabei besonders wichtig. Eigene Träume verwirklichen. Einfach gucken, wohin einen das Herz führt und auch dafür irgendwie kämpfen und an sich glauben, das finde ich wichtig. Franziska lebt es ihrer Community vor, mit extremen Eifer und unglaublicher Energie. Dabei ist sie sich immer ihrer Verantwortung als Influencerin und Vorbild bewusst. Deshalb möchte ich meine Stimme vor allem nutzen, um allen jungen Menschen da draußen Mut zu machen, an sich selbst zu glauben. Das finde ich einfach unglaublich, wenn ich sowas bei anderen Leuten erreichen kann und die dann dadurch ihren Weg finden. Franziska gelingt das, was vielen Meinungsmachern und Politikern leider nicht immer gelingt: junge Menschen zu inspirieren. Auch der zweite Nominierte, der Schweizer Brian Havary, ist einer der aktuell spannendsten und vor allem schillerndsten Social-Media-Newcomer. Aufwendige Make-up-Videos, dafür steht Brian mit seinem Instagram-Profil auf den ersten Blick. Doch auf den zweiten Blick sieht man, dass deutlich mehr dahinter steckt, nämlich eine wirklich bewundernswerte Message. Kerstin Köpfer. Seine Fans, und davon hat Brian Havary mittlerweile 150.000 auf Instagram, lieben sie. Seine Make-up-Videos. Das Markenzeichen des Berners. Wie man unschwer erkennen kann, laufe ich in der Freizeit eigentlich sehr oft ungeschminkt oder nur leicht mit Concealer oder so rum. Ich mag es, mich zu verwandeln, aber
Gleichzeitig fühle ich mich sehr wohl in meiner Haut. Ursprünglich startet der 19-Jährige sein Instagram-Profil als Spielwiese für sich und seine Videos. Doch vor allem im letzten Jahr erfährt er immer mehr Aufmerksamkeit und startet richtig durch. Mit seinem kreativen Content bedient Brian ein immer schneller wachsendes Verlangen der Nation. Plötzlich kriege ich die Mitteilung, dass ich in der Kategorie Newcomer nominiert wurde und ich dachte mir wirklich so, wow, was läuft gerade? Bereits als Teenager outet sich der Schweizer als bisexuell. Dank Social Media besitzt er heute eine Plattform, auf der er sich für mehr Toleranz einsetzen kann. Und das nicht zuletzt dank seiner Reichweite, die er sich vor allem in den letzten 12 Monaten aufgebaut hat. Es ist mir mega wichtig, dass ich sie auch für etwas Wichtiges einsetzen kann. Und das Thema Diversity und Equality ist halt für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Brian Havary hat eine klare Meinung und kämpft mit vollem Herzen für die aktuell so wichtigen Themen. Vielfalt und Gleichberechtigung. Last but not least, die dritte im Bunde. Tiny Tina, ein echter Sonnenschein. Normalerweise sieht man auf dem Großteil der Hunderttausender Instagram-Profile geschönte Glamour- und Glitzerwelten. Tiny Tina aber begeistert ihre Follower, und das sind mittlerweile mehr als 110.000, mit bodenständigen und authentischen Inhalten. Vor allem im vergangenen Jahr startete die 23-Jährige extrem durch. Und das, obwohl oder gerade eben, weil sie nicht den klassischen Instagram-Normen entspricht. Matthias Breuer. Tiny Tina ist eine natürliche und immer positiv gestimmte junge Frau. Mit ihrer wundervollen Art bedient sie den gerade heutzutage großen Wunsch Millionen junger Menschen nach Normalität und Vertrauen. Ich lege auch ganz viel Wert darauf, dass mein Instagram-Feed nicht nur aus perfekten Urlaubsbildern besteht oder aus den perfekten Selfies, sondern dass mein Instagram-Feed einfach mich widerspiegelt. Das heißt, wie ich bin, mit meinen Ecken, mit meinen Macken, mit meinen Grimassen, lustig, so wie ich halt bin. Tina zeigt sich immer ehrlich und authentisch. Eine echte Besonderheit in der sonst so oft geschönten Social-Media-Welt. Ihre Botschaft? Zu sich selbst stehen. Ich stehe auch vollkommen dazu, dass ich nicht perfekt bin. Und es ist auch vollkommen okay, wenn du nicht perfekt bist. Das Unperfekte ist das Perfekte. Im letzten Jahr zieht Tina, die ihre Social-Media-Karriere auf YouTube beginnt, mit ihrem Content auf Instagram um. Ihre Follower freut, denn so bekommen sie jetzt fast täglich authentische Videos und Bilder. Wie eine kurze Story mit ihrem Freund, trotz nicht unbedingt optimaler Wetterbedingungen. Trotzdem werden die gepostet mit einer netten Message, dass die Leute etwas Positives von meiner Laune abkriegen und von meinem Denken. Das ist mir sehr wichtig. Bei diesen drei sehr unterschiedlichen Nominierten ist auf jeden Fall für Hochspannung gesorgt, wer den Award letztendlich mit nach Hause nehmen darf. Und das war's von Newstime. Jetzt viel Spaß mit den Simpsons. Den About You Awards. Ja, die ProSieben Newstime hat uns eben schon die Nominierten in der Kategorie Newcomer vorgestellt. Und eigentlich ist es noch viel mehr als das. Für einen selber nominiert zu sein, ist, glaube ich, sowas Krasses. Ich glaube, wir kennen jeder den Moment oder wir träumen von dem Moment, wo man merkt, wow, jetzt gerade passiert was ganz, ganz Großes. Ich bekomme tolles Feedback, ich habe tolle Likes, ich habe tolle Follower. Und dann bin ich auch noch nominiert für den About You Award. Am besten natürlich, wenn man das Preischen auch noch mit nach Hause nehmen könnte. Tina, Brian, Franziska, ihr drei seid die Stars der neuen Social-Media-Szene. Ihr drei beeindruckt uns mit neuen, interessanten, innovativen Content, von dem wir nicht genug bekommen können. Und genau deswegen seid ihr heute Abend nominiert. Und dann kommen wir auch schon zum Preis. Die Academy hat gewählt. Der Gewinner des About You Awards in der Kategorie Newcomer ist... Brian! Herzlichen Glückwunsch. Du machst das so toll. So toll. Oh mein Gott. Genau, Mandy. Ich habe eigentlich gesagt bekommen, ich sollte mich dazu vorbereiten für eine Rede, was ich schlussendlich nicht gemacht habe, wie ich bin. Aber ich hatte niemals damit gerechnet. Entschuldigung, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Und ich danke meiner Community, natürlich meine Family, die aus der Schweiz hierher gefahren ist.
Und auch ein riesen Dankeschön an meine beste Freundin Anna, die heute nicht da ist, die mich in die Welt reingezogen hat. Und ja, danke für alle, die für mich gebotet haben. So toll, so toll. Jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar könnt jemand von euch noch mehr Instagram-Follower bekommen. Ist hier irgendjemand, der Bock hat, sein Profil zu pushen? Ja? Come on. Okay, ihr zwei schreit besonders laut. Wer seid ihr denn? Ich bin Jule. Jule, und du? Melli. Melli, und was macht ihr? Also alles Mögliche halt auf Instagram. Wir reisen viel, gehen viel auf Konzerte und teilen das dann auch auf Instagram. Okay, also habt ihr schon ein schönes Leben. Ja. Dann braucht ihr das nicht. Gut, dann gucken wir weiter. Wer möchte noch? Hier? Okay, ihr. Ihr seht cool aus auch. Hi, wie heißt ihr? Ups, ups, sorry. Hallo, wer bist du? Ich bin Jenny. Jenny, und du? Hi, ich bin Nathalie. Nathalie, und was macht ihr? Also Tanzen, Fitness und auch so ein bisschen Lifestyle. Auch das, was zum Beispiel Tiny Tina gerade gemacht hat. Mhm. Dass ich der Meinung bin, dass ich auf jeden Fall ich selbst sein möchte, so wie ich halt bin. Wie viele Follower hast du? Ich habe erst letzten Monat angefangen. Ah. 1300 oder perfekt. So. Perfekt, komm mit mir, komm mit mir. So, jetzt hast du die Möglichkeit, mit jemandem ein Selfie zu machen und den überreden wir gleich, dass der das auf seine Story postet, damit ganz viele Leute dir folgen. Wen würdest du aussuchen? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Heidi zum Beispiel. Heidi macht das bestimmt gerne. Heidi oder ja, Ricardo, Steffi, Crow. Wen möchtest du? Freie Wahl. Ja, vielleicht dann doch. Die Heidi? Okay, let's go. Du hast gewonnen, Heidi. So. Gehen wir mal rüber. Heidi, würdest du das auch posten? Für uns. Ach, kannst du auch vielleicht noch heimlich mit Nikita danach auch noch? Mal gucken, was besser ankommt. So. Hi. Dürfen wir mit deinem Telefon? Oh mein Gott, okay, das ist so nett. Danke. Guck mal, wie nett. Dankeschön, Heidi. Macht ihr ein Selfie? Soll ich das machen? Ja, perfekt. Läuft ja wie am Schnürchen hier. Okay, wo haben wir denn das schöne Licht hier? Ihr seht wunderschön aus. Ich? Okay, ja, ich komme mit drauf. Wo sind wir denn? Hier sind wir ja. Cheeseballs! Yay! Alles gut. Nochmal? Ja. Ich wusste, dass ihr das nicht gefällt. Ich hab's mir geahnt. Okay, cheesy. Angle, get your angle. Angle ist immer sehr wichtig. Licht und... Oh nein! Oh ja, mir gefällt's auch nicht. Kann dauern, Leute. Kann ist nicht schlimm, wir haben Zeit. Wie viele machst du immer so, bevor du es postest? Viele. Ja. Sehr, sehr viele. Okay, vielleicht Platz bei drei. Eins, zwei, drei. Happy? Wow, diese echt hartnäckig hier. Ne? Sollen wir ein Video machen vielleicht? Willst du noch mal drauf drücken? Ja. Ich zitter so. Das ist scheiße. Wir alle. Vielleicht von unten? Nee, ich unten ist auch nicht gut. Hier, hier. Komm hier. Jetzt. Mein Arm ist nicht lang genug. Wo ist der Selfie-Stick? Und Cheeseballs. Ach, das, ja, das ist süß. Und jetzt müssen wir dein Instagram noch linken, verlinken. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke. Just a short break. Hello again. The show goes on. Wir kommen jetzt zur Königsdisziplin des heutigen Abends, nämlich Idol of the Year. Und gleich mal vorweg, unser Idol of the Year weiß noch gar nicht, dass es gleich ein About You Award bekommen wird. Sie sitzt hier irgendwo im Publikum und wird gleich sehr, sehr überrascht. Ganz genau. Sie? Weißt du noch nicht. Also, es geht um jemand ganz, ganz Besonderes. Eine inspirierende Person, ein liebevoller Mensch und auch einfach jemand, der wundervoll ist. Und die Haarpracht, die ist ehrlich gesagt auch nicht zu verachten. Aber das ist noch nicht alles, denn ein Idol of the Year muss natürlich auch ein Vorbild sein und sich dieser Funktion bewusst sein und andere Menschen inspirieren, damit sie sagen, genau so, so will ich auch sein.
Genau, unser Idol of the Year bewegt die Community und gilt für ganz, ganz viele als Vorbild. Es hat bewiesen, was es heißt, Hürden zu überwinden, Herausforderungen zu einfach alles. Also diese Person hat einfach ganz, ganz, ganz viel für uns getan und ehrlich gesagt fasziniert mich an der Person auch eins, und zwar dieser Name, der ganz, ganz schwer auszusprechen ist. Der ist nämlich sehr exotisch und ich möchte dir den Umschlag überreichen, damit du den Namen mal deines. Ja, das ist nett, dass du mir jetzt diese Aufgabe gibst. Aufgeregt. Ich sag schon mal vorab, falls ich mich verspreche, es tut mir sehr leid, aber es kommt von Herzen, Leute. Der Award in der Kategorie Idol of the Year geht an Das ist nicht echt, oder? Lies mal vor. Wenn das jetzt ein Scherz sein soll, finde ich das gar nicht witzig, Leute. Geht das echt an mich? Wirklich? Ja. Was? Oh Gott! Wirklich? Leute, bei der Probe stand ein anderer Name drauf. Oh Gott, ich konnte gar nicht mehr. Oh Gott. Und bevor wir zu deiner Dankesrede kommen, wir werden ein kleines Porträt über dich. Du musst bei mir sein. Zur Seite. Oh Gott. Was ist das? Ricky meinte früher schon, er wird ein Star. Aber ehrlich gesagt hat ihn jeder belächelt. Ich kenne Ricky, seit wir beide 3 Jahre alt sind. Aufgewachsen sind wir in einer kleinen, spießigen, bayerischen Stadt namens Bad Reichenhall. Was mich schon immer fasziniert hat an Ricky, schon als Kind, dass er immer anders war und er hat das nicht gespielt, er war einfach so. Die Leute bei uns waren nicht bereit für jemanden wie Ricky. Und sie haben ihn immer ausgelacht und nicht ernst genommen. Und er hat auch leider täglich zu spüren bekommen, dass er da nicht hinpasst. Ich glaube, die wichtigste Person in Rickys Leben ist seine Mutter. Sie war immer für ihn da, hat ihm immer Mut zugesprochen, stand immer an seiner Seite und hat ihn bei allem unterstützt. Angefangen hat alles mit seinem Blog. Später kam dann Snapchat und Instagram. Generell, Social Media ist perfekt für ihn. Da kann er sich ausleben und so sein, wie er will. Ein großer Traum von ihm war schon immer, ins Fernsehen zu kommen. Das hat er schon gesagt, als wir klein waren. Und jetzt hat er seine eigene Show moderiert und das ist echt cool. Er hat auch immer gesagt, dass er mal ein Buch schreiben wird. Und er hat das letztes Jahr sogar auch gemacht und ist mittlerweile Bestseller-Autor. Ricardo ist mehr als ein schriller Vogel. Er hat eine klare Meinung und setzt sich für andere ein. Vor allem das Thema Mobbing ist etwas, das ihm sehr am Herzen liegt. Ich glaube, er will vor allem anderen Menschen Mut machen. Ricardo wusste es damals schon. Er ist einzigartig und ist zu Recht ein Star. Ricky, ich bin unglaublich stolz auf dich. Du bist vollkommen zu Recht Idol of the Year. Ricardo Simonetti, was für ein verrückter Vogel, das habe ich als erstes gedacht, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Ich finde, er ist jemand, er erstrahlt einen ganzen Raum und jede Person, die sich in diesem Raum befindet. Und ich nenne das so gerne den Ricky-Effekt, weil er einfach abfärbt, einfach positiv abfärbt auf alle um ihn herum. Wir kennen uns mittlerweile seit gut 5 Jahren und ich glaube, ich werde auch in den nächsten 20 Jahren niemanden kennenlernen, der einfach so oft hinfällt wie du. Hashtag Ricardo fällt. Er ist einer der ehrlichsten, tollsten, aufmerksamsten, engagiertesten, stylischsten jungen Männer, die ich je kennenlernen durfte. Du bist so toll, wie du bist. Bleib immer so. Bleib so ein Unikat, wie du bist. Und vor allem bleib weiterhin so verrückt, wie du bist. Ich liebe deine Postings bei Instagram. Ich folge dir total gerne. Ich bin ein absoluter Ricardo-Fan. Ich bin so unglaublich stolz und glücklich zu sehen, wie du andere Leute inspirierst. Du hast es so verdient. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Die Bühne gehört dir. Oh.
Wow. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass jemand kommt und sagt, haha, reingelegt. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben so überrascht worden. Das ist unfassbar. Wusstet ihr das alle? Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht. Wir haben das wirklich oft geprobt und ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich diesen Preis einer anderen Person gebe. Aber das ist so viel besser, selber zu gewinnen. Also, wow, ich bin so, so dankbar. Danke an alle Menschen, die in diesem Video waren und an About You, dass sie mir diese Auszeichnung geben. Wow, ich wünschte, ich hätte das vorher gewusst, dann hätte ich irgendwas Spektakuläreres angezogen und hätte jetzt eine inspirierendere Rede vorbereitet. Aber in meinem Kopf gehe ich jetzt gerade so meine Oscar-Rede durch und ersetze das Wort Oscar durch About You Award in der Hoffnung, dass es mir gelingt. Mein Weg, hier hinzukommen, war wirklich, wirklich schwierig. Und ich weiß, es denkt jeder von uns, der hier drin sitzt, dass das besonders schwer hatte. Aber ich bin ein schwuler Junge vom bayerischen Land und wollte immer auf die Bühne. Und jetzt hier hinzukommen, hat mich so viel Kraft gekostet. Und ich wollte immer ein Star sein, so wie Steffi das gerade gesagt hat, weil ich der Meinung war, dass die Aufgabe von Stars ist es, in dunklen Zeiten Menschen Orientierung zu spenden und den Weg zu weisen, so wie Sterne am Himmel ja auch. Und ich hoffe, dass jetzt ganz, ganz viele Menschen vor dem Fernseher sitzen, die diskriminiert werden, die noch dran zweifeln, ob sie richtig sind, so wie sie sind, die sich falsch fühlen wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Sexualität, ihrer Religion. Und ich hoffe, dass all diese Menschen jetzt zugucken und sehen, dass sie doch einen Platz in der Gesellschaft haben und dass sie nicht ewig Opfer sein müssen. Und ich bin bestimmt nicht der Blogger mit den meisten Followern oder Likes und ich kann es auch verstehen, weil so ein Posting über AIDS-Aufklärung und Brustkrebs liked sich halt auch nicht so leicht wie ein Avocado-Toast. Aber ich hoffe, dass sich Menschen, ja, der Avocado-Toast, ne? Ich hoffe, dass sich Menschen Mut machen kann, sich selber ein bisschen mehr zu lieben als die Meinung anderer. Und ja, ich glaube, jeder Mensch hier im Raum hat eine Stimme und es ist unsere Entscheidung, wofür wir diese Stimme jeden Tag neu einsetzen. Und ich weiß, es ist unglaublich schwierig, heutzutage im Internet man selbst zu sein, weil alle einen verurteilen. Aber ich glaube, allein der Versuch zählt schon und macht einen Unterschied. Und ja, ich würde noch gerne meinem Manager Tobi danken und meiner Mutter. Ich glaube, egal wie schwer es für mich war in der Schule oder so, ich war immer so glücklich, weil ich wusste, ich habe eine Mutter zu Hause, die mich liebt, wie ich bin und die mich sein lässt, wer ich bin. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und jetzt würde ich gerne noch was machen, was ich letztes Jahr gemacht habe. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen uncool, aber das war jetzt nicht geplant und ich finde es richtig cool. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir noch einen Applaus schenken würdet. Das wäre ganz, ganz lieb. Dankeschön, Leute. Vielen Dank. Danke. Oh Gott, ich muss das ja auch noch abmoderieren. Also Leute, das waren die About You Awards 2019. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Hier kommt mit One Week und einer Weltpremiere Bad Cheese. Und du kommst in den Saal, bisschen arrogant, doch du hast keine Wahl. Hast meinen Blick längst gefangen, komm einfach zu dir rüber und dann frag ich dich charmant. Bock auf Weihnachten bei Mom, du lächelst in dich rein und danach fragst du nach meinem Namen. Nenn mich Chief Lushotti, du bist bitte Strip, bin schon verliebt in dich, Shotty. Cruisen durch die Streets, Lil Shawty. R&B kommt aus dem Speaker, du singst mit, Lil Shawty, yeah. Du wechselst mir die Boom-Bap-Vibes. Top Secret, niemand außer uns weiß, wer du bist und was wir tun, so zu zweit. Es gibt nur hier und jetzt und der Moment bleibt uns voll live. Und Baby, ich wollte dir noch sagen, dass ich nur 7 Tage bleib. Ich suche nach einer One-Week-Love, denn alles ist perfekt in der Zeit. Keine Sorge, Baby, du kannst mich glauben. Ich bin schneller wie der Bäcker schon weiß. Ich suche nach einer One-Week-Love,
sagst eben irgendwas ist anders. Wünsch mich zurück dahin, als ich mit dir getanzt hab. Schwer zu gehen, denn du bist wirklich besonders. Ich überlege, warum bleib ich nicht den Sonntag. Tut mir leid, babe. Kann hier nicht bleiben, babe. Nichts kann mich halten, no. Gib kein Grund zu weinen, yeah. Und ich beschütze nur mich selbst. Viel zu viele kranke Menschen dieser Welt. Zu viel Heartbreak, Mann, ich hasse diesen Pain. Deshalb eine Woche und kein Wiedersehen. Ich suche nach einer One Week Love, denn alles ist perfekt in der Zeit. Keine Sorge, Baby, du kannst mir glauben. Ich bin schneller wie der Bäcker schon meint. Ich suche nach einer One Week Love, denn alles ist perfekt in der Zeit. Keine Sorge, Baby, du kannst mir glauben. Ich bin schneller wie der Bäcker schon meint. Ich kann nicht mit dir und ich kann nicht allein. Sei nicht böse, Babe, du musst mich verzeihen. Ich kann nicht mit dir und ich kann nicht allein. Allein, ey. Ich kann nicht mit dir und ich kann nicht allein. Sei nicht böse, Babe, du musst mich verzeihen. Ich kann nicht mit dir und ich kann nicht allein.